Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Kerbal Space Program, wo ich irgendwelche komischen Sachen anklicke, aber eigentlich möchte ich hier nur dieses Ding schließen. Okay, da haben wir das. Heute fliegen wir mit Bill, da Jebediah ja in der letzten Folge spontan explodiert ist. Wie auch immer er das geschafft hat. Und heute ist unser Ziel hier noch auf Kerbin, nämlich die Wüste. Und das soll dann auch erstmal auf Kerbin unser letztes Ziel sein. Danach werde ich wieder versuchen, andere Himmelskörper im Weltall anzusteuern. Denn ich glaube, hier auf Kerbin rumfliegen ist an sich nicht so spannend, zumindest wenn man es wieder und wieder macht. Im Endeffekt werden wir hier auch in einer schönen Parabel darüber fliegen, nachdem wir hier diese etwas holprige Startphase überwunden haben und die Booster abgeworfen haben, die scheinbar ein bisschen schief drauf hängen. Hier müssen wir uns jetzt darauf konzentrieren, dass wir nicht zu sehr irgendwohin abkippen. Naja, in diese Richtung hier möchte ich schon abkippen. Das sieht so, glaube ich, ganz gut aus. Dann können wir mal einen Blick auf die Orbit Map wagen. Schalte ich mal kurz die Anzeige hier auch noch mit an. Genau, und unser Ziel ist halt diese Wüste hier drüben. Und so ganz die Richtung haben wir, glaube ich, nicht. Kann ja gucken, wie ändert sich das, wenn wir vielleicht hierhin abkippen. Das sieht vernünftiger aus. Ja, das gefällt mir so dann ganz gut. Und jetzt müssen wir halt nur noch beschleunigen. Ich hoffe, wir landen dann auch in der Wüste. Also vielleicht wäre es sogar besser, das da hinten anzuvisieren, anstatt hier vorne den Flag. Und hier behalten wir erstmal noch einen Blick auf unsere Antriebe und unseren Treibstoff. Denn wir müssen gleich in die nächste Phase eintreten. Und Bill ist leider nicht so begeistert, wie Jeb es immer ist. Aber Bill wird diese Mission wahrscheinlich auch gut fliegen. Auf jeden Fall ist er hoch konzentriert. Sehr fokussiert auf das, was vor ihm liegt. Oder auch nicht. Er sieht ein bisschen überfordert aus. Der guckt wahrscheinlich hier auf die ganzen Anzeigen im Cockpit und weiß nicht, was er tun soll. Wir können ja gucken, können wir hier. Oh, man kann hier mal den mysteriösen Schleim untersuchen. Und der Schleim scheint sehr kalt zu werden. Die Daten behalten wir einfach mal. Denn die hatten wir noch nicht. Und jetzt schmeißen wir die Phase ab, schauen nochmal hier auf die Orbit Map. Und jetzt können wir schon langsam vom Gas gehen. Na? Genau, ich denke mal, jetzt gehen wir vom Gas. Und dann werden wir da schön in der Wüste landen. Auch hier sieht man schon wieder von der Höhe eigentlich mehr als hoch genug, um da einen ordentlichen Orbit zu fliegen. Das heißt, mit diesem Teil werden wir natürlich früher oder später auch zum Moon fliegen können. Aber erstmal fliege ich hier mit einem übertriebenen hohen Bogen zu dem Ziel, das ich mir gesetzt habe. Dann können wir eigentlich nochmal hier kurz ins Staging gehen. Und hier möchte ich auch mit Bill nochmal den guten alten Test machen, bei dem wir hier aussteigen. Ohne Beschleunigung sollte das ja kein Problem sein. Und den hatten wir leider schon. Aber was soll's, die Daten kann man ja trotzdem behalten. Einen Crew Report machen wir noch. Ach, da müssen wir den alten überschreiben. Ja, ich hatte am Boden noch eingenommen. Das heißt, den hier können wir auch überschreiben. Wobei wir den, glaube ich, auch hatten. Aber 1,9 Punkte, die nehmen wir erstmal mit. Das ist gar nicht so schlecht. Das können wir wahrscheinlich sogar auch schon direkt zurückschicken. Genau. Dafür haben wir wahrscheinlich genug Ladung. Und wenn wir nachher den Antrieb vielleicht noch mal kurz anmachen, können wir hier die Ladung auch wieder auffüllen. Das machen wir dann aber später. Erstmal können wir hier dann wohl einfach ein bisschen vorspulen. Noch steigen wir ja noch. Ja, auch sehr schön gesagt, noch steigen wir ja noch. Okay, und jetzt können wir wahrscheinlich hier noch mal einen neuen Crew Report machen.
Okay, der gibt aber nicht viel. Das heißt, den werfe ich auch direkt ab. Wir nehmen dann später nochmal ein. Aber wir können nochmal aussteigen. Und vielleicht hätten wir nicht aussteigen sollen. Ja, Bill, du wirst ein ähnliches ne Ende nehmen wie wie Jeb. Das scheint ja ein Running Gag zu werden hier. Können ja mal gucken. Ich glaube, mit J konnte man das Jetpack anmachen. Oder auch nicht. Ja, kann man ja hier auch nochmal einen Bericht erstatten. Ja, muss ich nochmal raussuchen, was denn jetzt die Taste für Jetpack war. Naja. Den Flug können wir, glaube ich, nochmal neu starten. Und es sieht auch so aus, als würde hier das Schiff früher landen als Bill. Wobei eigentlich möchte ich mal gucken, was passiert, wenn das Ganze hier zu glühen anfängt bei dem Eintritt in die Atmosphäre. Das wird bestimmt auch interessant. Leider sieht man ja die Geschwindigkeit hier vom Bill nicht. Also, der nächste Test. Wie reagiert ein Kerbel auf hohe Temperaturen? Mann, Mann, er scheint das ja zu überleben. Aber was danach kommt, wird er vermutlich nicht überleben. Und wir sind leider auch gar nicht, obwohl doch, das sieht wie Sand aus. Wir sind wohl schon in der Wüste gelandet. Also, der erste Versuch in der Wüste zu landen, war irgendwie ein Erfolg. Das heißt, wir gehen wieder zum Start. Damit kann man ja dann seine Astronauten noch retten. Hätte ich vielleicht mit Jeb auch machen sollen, aber dann wären wahrscheinlich die Daten auch weg gewesen und das wäre ein bisschen ärgerlich gewesen. Nun gut, vielleicht finden wir diesmal eine Möglichkeit, eine schnellere Route zu nehmen. Hier kann man den Schleim auch mal untersuchen. Und der Schleim bewegt sich halt, er ruckelt uns so, während wir fliegen. Wer hätte mit sowas gerechnet? Okay, Booster abwerfen. Das sah diesmal sogar auch stabiler vom Start her aus als beim letzten Mal. Vielleicht hatte ich hier einfach auch ein bisschen mehr Glück. Wir können ja den Schleim nochmal angucken. Ach, da muss man den gleich resetten. Zurückschicken möchte ich das jetzt nicht. Schauen wir doch einfach mal, was. Ich habe ja hier noch mehr. Das heißt, wir können den jetzt mal untersuchen. Und der Schleim scheint sehr kalt zu werden. Das heißt, wir können hier wahrscheinlich schon ein bisschen abkippen, da wir wohl schon recht hohe Höhen erreicht haben. So langsam müsste unsere Bahn sich dann jetzt auch in die richtige Richtung bewegen. Zurück ins Staging. Ja, ruhig ein bisschen weiter in die Richtung hier. Keine Angst, Bill. Das wird schon alles gut gehen. Hat doch eben auch gut geklappt. Ziel erreicht. Was will man mehr? Und was passiert, wenn wir den untersuchen? Okay, das gleiche. Das heißt, die Information möchte ich eigentlich nicht haben. Immer schön die Bahn im Auge behalten. Und wir können hier wahrscheinlich gleich in die nächste Stage eintreten. Ich glaube, ich spare es mir gerade mal mit Bill hier auszusteigen. Nicht, dass der wieder irgendwie wegfliegt. Das wäre ja doch ärgerlich. Das kann man später noch genug machen. Okay, ab in die nächste Stage und jetzt können wir uns auch überlegen, Flugkorrekturen zu machen, die wir gar nicht brauchen. Denn wir landen da gut. Okay, dann
Antrieb ausgestellt. Ja, soll ich es wagen, auszusteigen oder nicht? Ich glaube, ich speichere mal, wenn ich den richtigen die richtige Taste finde. Nee, die letzte Schnellspeicherfunktion möchte ich nicht laden. Ich möchte hier einfach nur zwischenspeichern. Genau, habe ich gefunden. Das heißt, jetzt können wir auch aussteigen, ohne dass etwas passiert. Beziehungsweise, wenn etwas passiert, dann kommen wir ganz schnell wieder rein. Ja, das sieht doch sehr gut aus. 8 Punkte dafür, dass wir über den Wiesen von Kürbeln einfach mal die Lage gescheckt haben. Und dann möchte ich hier jetzt vielleicht bis hierhin beschleunigen. Dann können wir mit der nächsten Sache weitermachen. Genau. Wir beschleunigen, da es jetzt bergab geht. Das ist, denke ich mal, in Ordnung. Ich speichere nochmal kurz zwischen und möchte das nächste Schleimexperiment machen. Der Schleim scheint in eine Sphäre geklumpt zu sein. Er scheint außerdem brittle, heißt das brüchig? Kann gut sein. Behalten wir. Und wir machen nochmal hier unseren EVA. Okay, ich merke, wenn wir fallen, sollte man nicht aussteigen. Das heißt, wir laden kurz neu. Das heißt, es gibt jetzt einmal das Schleimexperiment und dann soll schon gut sein. Ja, ist das gleiche. Dann können wir nochmal ein bisschen vorspulen, bis wir ein bisschen tiefer sind. Ich glaube, wenn unsere Rakete anfängt zu glühen, mache ich mein 4. Schleimexperiment. Das dürfte auch nochmal gute Daten geben. Den Punkt darf man nur nicht verpassen. Aber ich glaube, hier der Fall wird sich jetzt langsam runterbewegen. Dann haben wir den, glaube ich, noch nicht gemacht. Nee. Genau. Na, wann glüht es? Ich kann eigentlich hier die Rakete auch nochmal kurz neu ausrichten. So, Schleimexperiment. Scheint sehr kalt zu werden. Nee, glaube ich nicht. Der sollte eigentlich warm werden. Okay, hatten wir schon, was soll's. Ich beschleunige hier mal ein bisschen, damit wir vielleicht ein bisschen sanfter landen. Kann ja auch nicht schaden. Jetzt haben wir wahrscheinlich auch genug Zeit, um hier vielleicht mal die Landebeine auszufahren. Wenn man sie denn erwischen würde. Na, ich beschleunige lieber noch mal ein bisschen. Nein, ich möchte die Landebeine. Zumindest habe ich ein Landebein schon mal erwischt. Da haben wir das zweite. Das dritte. Jetzt können wir noch mal ein bisschen vom Gas gehen. Und das vierte. Jetzt können wir noch mal ein bisschen Gas geben. Und wenn wir irgendwie auf 1000 Meter Höhe sind oder so, dann können wir mal die nächste Phase starten. Die Fallschirme aufmachen. Antrieb ausschalten. Und wir haben die Fallschirme verloren. Das finde ich komisch. Weil ich vorsichtig abgebremst habe. Nun gut, das heißt nochmal neu laden. Schleimexperiment durchführen. Jo, vorspulen. Bis wir wieder auf einer niedrigeren Höhe sind. Ah, und hier sind wir scheinbar schon fast beim Eintritt in die Atmosphäre. Das heißt, das starte ich mal wieder.
Das hatten wir schon, aber es gibt immer noch gut Punkte. Jetzt fahre ich die Beine vielleicht mal ein bisschen früher aus. Das ärgert mich, dass die Landung da gerade nicht geklappt hat, obwohl ich eigentlich das Gefühl hatte, dass ich vorsichtig vorgegangen bin. Aber was man sich jetzt vielleicht schon merken kann, wir werden so auf 1000 Meter Höhe landen. Das heißt, man muss natürlich auch rechtzeitig da den Fallschirm ziehen. Ruhig runterlassen. Und jetzt vielleicht ein bisschen gegen anbeschleunigen. Das Praktische ist ja, dass die Rakete sich eigentlich schon richtig ausrichtet. Ja, hier können wir auch ein bisschen schneller jetzt Gas geben. Immer kontrolliert fliegen. Ja, noch mal ein bisschen Gas. Ziel sollte wahrscheinlich so 20 Meter pro Sekunde sein. Das ist immer noch schnell, aber das sollte machbar sein. Naja, komm. Da am besten möglichst gerade. Und die Frage ist jetzt natürlich, wann sollte ich den Fallschirm öffnen? Sind meine Fallschirme überhaupt dafür geeignet, hier zu landen? Oder nicht? Hier ist natürlich wieder das Problem abzuschätzen, wo ist die Oberfläche, wann muss der Fallschirm auf? Aber vielleicht, wenn ich hier wegzoome, jetzt nochmal beschleunige. So, jetzt sollte das doch funktionieren. Ja, wir beschleunigen trotz der Fallschirme noch und da sind die Fallschirme weg. Ja, es war zu viel beschleunigt. Ganz leicht. Ja, die Rastfunktion, die man natürlich nicht benutzen möchte. Und na, Bill hat überlebt, obwohl der Fallschirm weggeflogen ist. Da bin ich doch froh, dass das zumindest geklappt hat. Das heißt, ich speichere auch kurz zwischen. Und wir können jetzt mit Bill aussteigen. Ah, ich frage mich, ob man hier die Antennen ausfahren sollte oder nicht. Die brechen wahrscheinlich gleich ab. Genau, machen wir einen Crew Report. Behalten wir auch mal. Ich glaube, die Antenne nehme ich da doch lieber ab. Weil das Ding komisch wackelt, wenn man das da hat. Gut, dann steigen wir mit Bill aus. Aber das geht nicht. Weil die Luke hier blockiert ist. Das ist ja ärgerlich. Dann fahren wir doch mal beide Antennen aus. Und schauen, was passiert. Und hier versuche ich mal, das Bein, was hier irgendwie im Boden steckt, vielleicht mal einzufahren. Wenn das geht, scheinbar nicht. Kommen wir jetzt raus? Nein, immer noch blockiert. Das ist ja ärgerlich. Da haben wir es bis zur Wüste geschafft. Und jetzt kommen wir nicht raus, um die Bodenprobe zu nehmen. Ah, das scheint auch überhaupt nicht mehr zu reagieren hier unten. Auch diese Beine kriegen wir nicht wieder reingefahren, oder? Vielleicht, wenn ich hier irgendwelche Tasten drücke. Gas geben können wir leider nicht. Vielleicht, wenn wir das SAS ausschalten, Rotierung, funktioniert es zu rotieren? Wahrscheinlich nicht, wenn irgendwelche Beine im Boden stecken. Vielleicht ja nochmal, wenn wir hier die Antennen abnehmen.
Jetzt habe ich wahrscheinlich doch ein bisschen zu früh zwischengespeichert und darf dann deshalb doch noch mal neu fliegen. Es sei denn, hier kann man vielleicht noch mal irgendwas machen. Ah, jetzt kommen wir aber hier vielleicht an die Beine ran. Na komm schon. Aber ich kann sie einfach nicht einfahren. Obwohl sie doch noch hier irgendwie verbunden zu sein scheinen. Das ist ärgerlich. Was machen wir denn da? Viel können wir da nicht machen. Das heißt, ich gehe ins Space Center. Moment, dann Resume Flight. Schalten wir das hier noch ab. Und hier drücke ich noch irgendwie auf irgendwelche Knöpfe. In der Hoffnung, dass Bill vielleicht doch noch mal aussteigen kann. Sieht auf jeden Fall interessant aus, was hier so passiert. Aber die Antennen sind hier wohl einfach im Weg. Vielleicht fahre ich sie doch noch mal aus. Hier so als Bodensonden. Ja, es hat funktioniert. Das heißt, wir können hier auch aussteigen, jetzt mal einen EVA-Report machen. Eine überaus prekäre Situation. Da möchte ich hier absteigen und ich hoffe, ich explodiere nicht, wenn ich eine Bodenprobe nehme. Ich frage mich, was das ist. Das ist irgendwie komisch, dass man hier auf Kerbin, wenn man irgendwie aussteigt, immer explodiert. Das finde ich auch überaus nervig. Ich will nur meine Bodenprobe haben und eine Flagge hin platzieren und dann bin ich doch schon weg, Leute. Okay, nächster Versuch. Hier irgendwie verrückt das Ding rumzubaggen, damit wir aussteigen können. Genau, SAS muss dafür aus. Ich glaube, wir müssen hier erstmal wieder dieses Bein da irgendwie aus dem Boden bekommen, wie auch immer das gehen soll. Kann man immer noch nicht einfahren. Das heißt, die können wir wieder einziehen. Vielleicht kriegen wir ja jetzt das Ende da hinten raus. Ich habe ja natürlich eben auch nur zufällig irgendwelche Dinge gedrückt. Naja, machen wir hier noch mal diesen Crew Report, damit wir den haben. Jetzt dürfen die Antennen dann auch wieder raus. Na, da tut sich was. Oder auch nicht. Okay, Cockpit-Ansicht bringt auch nichts. Lass mich raus. Vielleicht, wenn ich hier einfach ein bisschen hin und her wackel. Jetzt haben wir zumindest das Rad da hinten wieder draußen. Das heißt, ich kann hier die Antennen vielleicht auch wieder einfahren. Das ist alles ein bisschen fummelig hier.
Es wäre wahrscheinlich leichter, wenn man die Standbeine da hinten noch irgendwie einfahren könnte. Ah, ich möchte doch nur noch meine Flagge hier pflanzen und dann bin ich doch weg, Leute. Wie ärgerlich. Hier bewegt sich gerade gar nichts mehr. Okay, dann würde ich sagen, war's das leider mit diesem Ausflug. Wir kommen mit ihm einfach nicht raus. Wie blöd ist das denn? Kann man hier noch irgendwas machen? Nee, auch nicht. Das hier wäre halt so die Cockpit-Ansicht. Ich glaube, wir haben hier auch einfach die komplette elektrische Ladung aufgebraucht. Ja, das ist schade. Das heißt, vielleicht fliege ich da bis zur nächsten Folge nochmal hin, einfach nur um die Bodenprobe zu nehmen. Und ansonsten gehen wir jetzt mal in das Space Center zur Tracking Station. Sammeln unsere Sachen wieder ein. Und das war zumindest nochmal 37 bzw. fast 38 Punkte wert. Hat sich also auf jeden Fall gelohnt, auch mit dem Schleim. Und dann schauen wir doch nochmal kurz, ob wir davon neue tolle Teile holen können. Nicht da. Also wieder zurück, sondern hier. Also hier könnte man auf jeden Fall nochmal Antriebe holen. Ich möchte aber, glaube ich, lieber diesen SC9001 Science Junior haben. Mit dem kann man bestimmt auch noch tolle Tests machen. Und hier scheint es auch bessere Antennen zu geben. Batterien für elektrische Ladung, ja, das scheint mir alles sehr gut zu sein. Vor allem für das, was ich vorhabe. Und jetzt kann man hier noch mal gucken, was gibt es hier denn? Hier scheint es dann auch Solarsegel zu geben. Zumindest einfache. Lichter gibt es da. Hier gibt es Leitern, ein Thermometer. Ja, das finde ich sehr gut. Noch mehr Landestützen und die ersten Räder. Auf diesen Zweig werde ich mich dann auch erstmal noch konzentrieren. Vielleicht, dass man auch mal einen Satelliten irgendwie in die Umlaufbahn schickt. Kostet dann aber auch schon 90 Wissenschaftspunkte. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir fleißig weiterhin am Sammeln sein. Und jetzt wollte ich noch was gucken oder nachgucken. Und zwar wollte ich sehen, ob Jeb wieder lebt. Nee, scheinbar nicht. Dann scheint das mit den gespeicherten Flügen, die man neu lädt, nur zu funktionieren, wenn man die zu einem Zeitpunkt gespeichert hat, als derjenige, der wieder zum Leben gebracht werden soll, noch gelebt hat. Das heißt, Jeb ist für immer verloren. Aber man kann sich ja überlegen, wen holt man hier vielleicht mal als Neues? Ich glaube hier, Ed Kerman, der bietet sich ja doch schon an. Der wird wahrscheinlich irgendwas Schönes dann mal fliegen. Aber erstmal haben wir ja noch Bill und Bob, die wir verheizen können. Bill ist ja auch schön dumm. Die werden auch noch einiges erleben. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und wahrscheinlich fliegen wir dann vielleicht schon zum Moon. Also bis dann.